kann duschen. Ich kann duschen. Achtung, das Mikro beißt. Liebe Festgäste. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich verschwitzt. Es war anders Fisch gewiss. Liebe Trauergemeinde, liebe buglische Verwandtschaft, es ist schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, an diesem besonderen Ereignis teilzunehmen. Wir sind heute zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von unserer liebgewonnenen Franziska, unserer lieben Kerbeschlumpel. Sie war ein Traum von einer Frau. Sie hat unsere Kerbe verschönert, doch leider musste sie zu früh von uns gehen. Ja, sie musste zu früh von uns gehen. Sie hat getanzt, gesungen und gelacht. Doch das hat ihr alles nicht gebracht. Ihre Todesursache konnte man leider nicht voraussehen. Sie stand vor der Schiffsschaukel und der Schiffsschaukelbremser konnte leider das Wasser nicht lassen. Gutmütig wie sie war, ist sie für ihn eingesprungen, um ihn zu erlösen von seinem Übel. Leider kannte sie sich nicht in der Technik aus und hat versucht, den Korb per Hand zu bremsen. Ja, und das war leider schlecht. Der Korb traf sie und hat sie so schwer verletzt, sie blieb auf dem Boden liegen. Komma. Sie lag regungslos da, bis dann die zwei Kerbestapel kamen und sie wieder zu beleben wollten. Die beiden versuchten dann, sie wieder zu beleben und das war schlecht. Bei der Mund-zu-Mund-Beatmung konnte man es in ihren Augen sehen, dass sie immer blauer wurden. Das war dann leider ihr Ende. Jetzt müssen wir sie leider den Flammen übergeben. Möge sie in den Kerbehimmel aufsteigen. Uns bleibt leider nur die Asche. Wir werden ihr nachtrauern. Ein ganzes Jahr. Denn dann ist wieder eine andere da. Auf Wiedersehen, du unser schönes Kind, fahr in den Himmel geschwind. Zum Abschied spielt nun das Hilberg-Duo Rüdiger Roller und Rudi Seiler ein Stück von Tschaikowski. In Gilde ist die Kerbe aus. Natürlich wie immer, jetzt heißt es schnell, natürlich wie immer, die Trauergemeinde in der Pizzeria Capri nach dem Motto: einer für alle und jeder bezahlt für sich. Amen.